Drohungen mit Atomwaffen bei gleichzeitigem Kriegsgeschehen in Europa. Das ist gefährlich, findet das Internationale Friedensinstitut SIPRI. Das Risiko eines Atomkriegs sei jetzt höher als im Kalten Krieg. Die Forscher rechnen damit, dass künftig weltweit mehr Atomwaffen produziert werden. Bisher sind 90% aller Atomwaffen in den Händen der USA und Russlands. Russland kleckert nicht, es klotzt. Im April schießt das Land öffentlichkeitswirksam eine neu entwickelte SAMMAT-Rakete ab. Die Interkontinentalrakete kann atomar bestückt werden, die USA in Schussweite. Bei der traditionellen Jubelfeier zum Sieg über Nazi-Deutschland Anfang Mai warnt der russische Präsident Putin vor einem Weltkrieg. Das wäre dann wohl ein nuklearer Krieg. Die Wissenschaftler des Stockholmer Friedensinstituts SIPRI sind besorgt. Das atomare Wettrüsten beschleunige sich wieder, auch wenn die Gesamtzahl an Sprengköpfen leicht abgenommen habe. Ich denke, dass es zumindest sehr schwierig sein wird, in den kommenden Jahren Fortschritte bei der Abrüstung zu erzielen, und zwar wegen dieses Krieges und wie Putin über seine Atomwaffen spricht. Die neuen Atomwaffenstaaten sind offenbar dabei, ihr Arsenal zu erneuern, Atomwaffen zu bauen, die schnell verlegt werden können und deren Zerstörungskraft modifiziert werden kann. Russland und die USA sind die mit Abstand mächtigsten Atommächte. Dann folgt China. Das kommunistische Land baut sein Atomarsenal massiv aus, verfügt jetzt schon über rund 350 Sprengköpfe. Präsident Xi Jinping verkündet, er wolle eine Armee von Weltklasse. Atomraketen gehören dazu und die Weigerung, sich einer internationalen Kontrolle zu fügen. Seit dem Ende des Kalten Krieges gab es den allgemeinen Trend, dass die Arsenale an Sprengköpfen langsam abgebaut wurden. Und jetzt sehen wir plötzlich eine Umkehrung, bei der viele verschiedene Länder, nicht nur Länder wie Russland, sondern zunehmend auch China, Indien, Pakistan, Nordkorea und seit diesem Jahr auch das Vereinigte Königreich, plötzlich ihren Kurs ändern und die Größe ihrer Atomwaffenbestände drastisch erhöhen. Helfen gegen weitere Aufrüstung können nur so die SIPRI-Forscher, die internationale Gemeinschaft. In New York wird im August erneut über die Nichtverbreitung von Atomwaffen verhandelt. Oliver Meyer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Berliner Büro des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Hallo. Schönen guten Abend. Erwarten Sie auch ein neues atomares Wettrüsten? Ja, das muss man kaum erwarten. Das ist schon im Gange. Das war auch schon im Gange, bevor Russland die Ukraine angegriffen hat. Die Zahlen, die SIPRI jetzt vorgelegt hat, beziehen sich ja auf das letzte Kalenderjahr und enden im Januar. Das heißt, diese Entwicklungen, die hier beschrieben werden, diese beunruhigenden Entwicklungen, sind schon lange in Gange. Und in der Tat, wie SIPRI das eben hier warnend feststellt, diese Phase der nuklearen Abrüstung, die wir seit 30 Jahren haben, in Europa, aber auch in der Welt, die geht zu Ende. Es wird wieder aufgerüstet und besonders in Asien, aber es droht eben auch in Europa hier eine Trendumkehr. Im Kalten Krieg hat es aber ja durchaus in Teilen funktioniert, Aufrüstung als Abschreckung. Könnte das nicht auch in diesem Konflikt Sicherheit bringen? Ja, da muss man sehr vorsichtig sein. Der Ukraine-Konflikt hat doch deutlich gemacht, wie fragil das System der Abschreckung ist. Wir haben zum ersten Mal einen heißen Krieg, bei dem es um tatsächlich die Annexion eines Landes geht, in Verbindung mit nuklearen Drohungen. Und diese nukleare Krise ist eben auch sehr lange. Also wenn Sie etwa zurückdenken an die Kuba-Krise, die hat 13 Tage gedauert, bisher die gefährlichste nukleare Krise. Dieser Krieg dauert jetzt schon über 100 Tage und es ist noch kein Ende in Sicht. Und je länger der Krieg dauert, desto größer sind natürlich auch die Risiken eines Atomwaffeneinsatzes. Jetzt geht es dabei ja vor allem um sehr kleine Atomwaffen, auch mit großer Sprengkraft, verniedlichend Mini-Nukes genannt. Was droht konkret in aktuellen Konflikten mit diesen Waffen? Also es gibt zwei Gefahren. Die Gefahr eines ungewollten Einsatzes, etwa wenn eine militärische Auseinandersetzung außer Kontrolle gerät. Auch die konventionellen Waffen, die eingesetzt werden, haben eine immer größere Reichweite.
Russland verwendet dabei auch Systeme, die sowohl konventionelle Sprengköpfe als auch Atomwaffen im Prinzip tragen können. Damit steigt die Gefahr eines Missverständnisses. Aber ganz auszuschließen ist eben auch nicht das Risiko, dass insbesondere Russland die Atomwaffen bewusst einsetzt, um den Konflikt in eine gewisse Richtung zu lenken, vielleicht auch als Warnsignal. Und wir müssen befürchten, dass sobald eine erste Atomwaffe eingesetzt wird, dann die nukleare Eskalationsdynamik voll durchschlägt und ein globaler Atomkrieg droht. Wen machen Sie eigentlich verantwortlich für das atomare Wettrüsten, das ja schon vorher begonnen hat, vor dem Krieg, wie Sie gesagt haben? Die USA, Russland, China? Also es ist sicher so, dass alle Atomwaffenstaaten Abstand genommen haben von internationalen Verpflichtungen, auf Atomwaffen zu verzichten, auf eine atomwaffenfreie Welt hinzuarbeiten, sondern sie haben sich bequem gemacht mit ihren Atomwaffen, modernisieren diese Systeme schon seit langem. Aber man muss klar sagen, in der aktuellen Krise trägt Russland natürlich besondere Verantwortung dafür, dass die nuklearen Risiken so extrem gestiegen sind und eben im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine hier die Gefahr eines Atomwaffeneinsatzes so hoch ist, wie sie mindestens seit 30 Jahren nicht mehr war. Herzlichen Dank für die Einschätzung, Oliver Mayer. Sehr gerne.